Rot und Grün. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid Rechnungsprüfer. Danke, dass ihr das übernehmen wollt. Ja, und damit haben wir im Prinzip alles Wesentliche gewählt. Und wir kommen zu den Satzungsänderungsanträgen als nächsten Punkt. Gut, irgendetwas sollte ich noch sagen, aber ich habe vergessen, was. Derjenige, der mir gesagt hat, ich soll noch was sagen, kann mich bitte noch mal daran erinnern. Ich weiß, das ist jetzt eine intellektuelle Herausforderung, aber ich habe halt gefailt. Der Kandidat aus Groß-Gerau, bitte noch mal zum Protokoll für die... Hallo, nicht wegrennen, einmal zum Protokoll bitte. Nur du. Nicht der Martin, nur du. Genau. Für die Namen, dass das richtig im Protokoll steht. Ob wir die Wahl annehmen oder was? Habt ihr schon? Nö. Ihr habt ja kandidiert. Nee, genau. Vorstellen durftet ihr euch auch nicht. Ist ja keine geheime Wahl. So, Satzungsänderungsanträge jetzt. Der erste Satzungsänderungsantrag ist der SEA 06, Basisentscheid auf Landesebene. Antragsteller ist der Volker und er hat jetzt Rederecht. Zwei Minuten, Hasse. Ab jetzt. Ja, ich habe einen Antrag gestellt, einen Satzungsänderungsantrag. Und zwar geht es um den Basisentscheid, den ihr alle unter Bio kennt und für den ihr euch hier vorne an der Akkreditierung verifizieren könnt. Der Bio ist auf Bundesebene im Prinzip beschlossen worden als Tool, um die innerparteiliche Meinungsbildung von der Basis in einem Werkzeug halt abzubilden. Und hängt im Moment daran, dass wir ein Schiedsgerichtsurteil haben, dass das so, wie es im Moment geplant ist, nicht durchgeführt werden kann. Wir haben beim letzten Bundesparteitag leider die beklagte Regelung nicht verändert, sodass halt weiterhin wir in dieser Sackgasse stecken. Ich denke aber, dass der BEO weiter verfolgt werden wird und auf Bundesebene kommt. Und jetzt gibt es zwei andere Landesverbände, die halt auf Landesebene vorbereitet haben, dass sie diesen BEO dann auch einsetzen können. Und dieses Ziel verfolgt eigentlich dieser Satzungsänderungsantrag. Den habe ich bei den Bayern kopiert. Ich habe halt die Regelungen, die die sich gegeben haben, um den BEO dann hinterher einzusetzen auf Landesebene, den habe ich für uns übernommen und an der vernünftigen Stelle bei uns in der Satzung eingefügt. Zu diesem Antrag gehört noch ein sonstiger Antrag, da geht es um die Entscheidungsordnung zum BEO. Auch die ist vom Landesverband Bayern kopiert. Und ich habe mich gestern nochmal bei der Niki, der Vorsitzenden aus Bayern, erkundigt, irgendwie, dass halt die da auch weiterhin mit diesen Regelungen, die sie beschlossen haben, zufrieden sind und die auch letztendlich darauf warten, dass es da eine neue rechtliche Situation gibt, um damit zu starten. Jetzt haben wir ja in Hessen tatsächlich ein funktionierendes virtuelles Meinungsbild, mit dem wir arbeiten und mit dem wir eigentlich auch gut zurechtkommen. Ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, ich sehe diesen Antrag nicht als Konkurrenz zum virtuellen Meinungsbild. Es geht darum, die Möglichkeiten zu schaffen, wenn der BEO funktioniert und gute Sachen liefert, dass wir den halt auch sofort in Hessen ausprobieren und nutzen können. Und dafür ist halt dieser Satzungsänderungsantrag und nachher der Antrag zur Entscheidungsordnung gedacht. Gut, Dankeschön. Wie üblich zunächst einmal das Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, für den Antrag zu stimmen bzw. dagegen? Das ist überwiegend positiv. Gut, und dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Gibt es Fragen? Ja, ja. Hätte sich schon längst auf den Weg machen können. Sag mal, ist denn das wirklich noch weiter Thema auf Bundesebene? Ich dachte, wir hätten jetzt ein neues Schiedsgericht, das vielleicht etwas anders sehen könnte. Ja, also wir haben ein neues Schiedsgericht, das stimmt, aber die Beschlüsse vom alten Schiedsgericht gelten ja fort. Und zu dieser konkreten Frage gibt es ein
letztinstanzlich ausgeklagtes Urteil. Das heißt, an der Stelle, das gilt jetzt erstmal, es gibt keine Änderung an der Regelung, die man jetzt neu gerichtlich prüfen könnte. Und insofern ist die rechtliche Situation halt leider unverändert. Weitere Fragen? Ich sehe keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für den Antrag respektive gegen den Antrag? Der Antrag braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und die hat er, und zwar locker. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, dann kommen wir als nächstes zum Antrag SEA 05 und SEA 05 Alternativantrag. Und ich sehe leider nicht, wer das ist. Volker, kennst du deine eigene Tagesordnung nicht? Wir haben doch deine angenommen, Jürgen. Ja, die desselben. Aber die Reihenfolge müsste an der Stelle gleich sein, das könnte schon sein. Ja, ich habe den Antrag, den wir in Rothenburg diskutiert haben, zu virtuellen Kreisverbänden, nochmal aufgenommen. Das war ja auch damals schon in der Diskussion, ob man nicht vielleicht durch eine Änderung, der strittige Punkt war ja im Wesentlichen die Verwendung der Mitgliederdaten, ob man den Antrag oder so einen virtuellen KV auch ohne diesen Inhalt beschließen könnte. Das habe ich jetzt als Antrag eingereicht und ich denke, wir sollten das nochmal neu diskutieren, weil grundsätzlich ist halt so eine Organisationsform, die halt auch in gewissen satzungsgemäßen Rahmen hat für Bereiche, die halt jetzt nicht groß genug sind für einen Kreisverband oder für einen Ortsverband, ist vielleicht ganz interessant. Zumal wir ja beim letzten Mal auch beschlossen haben, dass wir halt eine Mindestzahl für die Gründung einer richtigen Gliederung von 32 Personen, 23 Personen festgelegt haben. Genau, und Unterschiede zu dem anderen Antrag wird wahrscheinlich der Ralf jetzt vorstellen. Ja, hallo. Mein Alternativantrag geht ein bisschen weiter, weil bei Volkers Antrag ist ja nur von virtuellen Kreisverbänden die Rede und es gab ja auch im Zuge Diskussionen anderer Ortsverbandsgründungen und so weiter. Dort auch die Ideen, virtuelle Gliederungen zu ermöglichen. Deswegen gilt dieser Antrag, den ich eingereicht habe, für sämtliche Gliederungsformen, die wir in Hessen haben können als Virtualisierung. Und da wir recht viele Rechte und Verpflichtungen haben, für Kreisverbände oder generell für Gliederungen habe ich das ganze Ding ausgelagert in einen Abschnitt D, glaube ich, Abschnitt D, der noch frei ist, genauso wie die Schiedsgerichtsordnung oder auch die Finanzordnung, dass das eben gebündelt ist, dass das Virtualisierung von Gliederungen eben an einer Stelle steht und auf alle anderen Sachen im Prinzip Bezug nimmt, die wir sonst in der Satzung haben, weil sonst wäre es ein recht vieles Gefrickel, das komplett in der Satzung nochmal glatt zu ziehen. Und so steht es ein bisschen außerhalb, als Metageschichte, hier wir haben virtuelle Gliederung oder können virtuelle Gliederung haben. Es gelten die ganzen anderen Sachen, die in der Satzung stehen, wie Rechte und Pflichten. Ja, und es ist eben noch ein, zwei Sachen bezüglich Transparenz und so weiter aufgelistet, dass man halt zu den Vorstandssitzungen berichtet, was passiert ist und so weiter und so fort. Gut, dann auch hier das Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, für den Antrag zu stimmen? Den Antrag, gleich kommt, wer könnte sich vorstellen, den Alternativantrag zuzustimmen? Also egal. Ja, also wer könnte sich vorstellen, den Antrag SEA 05 zuzustimmen? Wer könnte sich vorstellen, dem Antrag SEA 05a zuzustimmen? Ja, genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu Fragen. Es gibt keine Fragen. Prima, dann kommen wir zur Abstimmung. Die Abstimmung geschieht wie üblich folgendermaßen. Wir stimmen die beiden gegeneinander ab, zusammen mit der Option keine von beiden. Und dann sehen wir weiter. So,
Du brauchst nicht, du bist raus. Was? Ja gut, okay. Also es gibt noch eine Frage und die wollen wir natürlich auch hören. Ja, gerne. Volker, bezüglich deines ja relativ kurz gefassten Antrages, also ich habe jetzt verstanden, wie so ein virtueller Kreisverband entstehen würde. Ich habe auch verstanden, dass er theoretisch in einen normalen Kreisverband umgewandelt werden würde, können würde. Was ich nicht verstehe, ist, wie beendet eigentlich ein virtueller Kreisverband seine Existenz, ohne in einen echten Kreisverband überzugehen? Also letztendlich beruht ja der virtuelle Kreisverband darauf, dass Piraten beauftragt werden mit diesen Funktionen, Sprecher, Orga-Pirat. Und wenn diese Aufgaben zurückgegeben werden und nicht wieder besetzt werden von der Mitgliederversammlung in diesem virtuellen KV, dann ist im Grunde auch der virtuelle KV erloschen. Gut, das habe ich so nicht rauslesen können, aber danke für den Hinweis. Also, so stelle ich mir das vor. Also von der Konstruktion her ergibt sich das halt aus der Beauftragung. Weitere Fragen? Gut, nein, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt für den Antrag SEA 05? Also nur grüne Karten, weil ne, die Frage ist, wer stimmt für? Dankeschön. Wer stimmt für den Antrag SEA 05a? Dankeschön. Wer stimmt für keinen der beiden? Die Mehrheit liegt bei SEA 05a. Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer stimmt für respektive gegen Antrag SEA 05a? Das ist die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Der Antrag ist angenommen. Ich muss das, weil den nächsten habe ich quasi eingereicht und meine Proxy ist nicht da. Ich übergebe die Versammlungsleitung an Sandra. So, jetzt muss ich kurz schauen. Wir kommen jetzt zum SSA 03. Und Jürgen, du hast die Möglichkeit, deinen Antrag jetzt vorzustellen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unglückliche Konstellation und eigentlich wollte der Fredo auch den Antrag übernehmen, damit ich es nicht machen muss. Jetzt ist der Fredo krank geworden, dann mache ich es halt eben jetzt doch. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben bisher da stehen, dass die Pro- und Kontra-Argumentation im Wiki zu sammeln ist, wie wir gesehen haben. Beziehungsweise das Angebot muss da sein, dass eine Pro- und Kontra-Sammlung im Wiki geleistet werden könnte. Ich möchte das verschieben auf das BPT-Arguments, ganz einfach, weil es übersichtlicher ist, weil es dazu zwingt, eine Meinung, eine Gegenmeinung zu haben. Man kann das Ganze gewichten und daher möchte ich das eine durch das andere ersetzen. Wiki ist auch immer so eine Sache, ist nicht für jeden, erschließt sich sofort die Bedienung. Und da können wir auch eine weitere Hürde nehmen. Wir führen natürlich ein neues Tool ein, aber das ist akzeptabel, wie ich meine. Okay, dann das standardmäßige Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen bzw. abzulehnen? Bitte beide Karten entsprechend hochheben. Okay, das ist sehr positiv. Dann ist das Mikrofon geöffnet für Fragen. Ich habe es gerade richtig verstanden. Du möchtest Wiki-Arguments da einbeziehen. Im Antrag steht aber noch Wiki. Nein.
Also du darfst ja nicht die alte Fassung lesen. Nein, ich lese schon die. Okay. Diesen zwei. Ja, vergiss es. Perfekt vorbereitet, gerne, wie immer. Ich habe eine Verständnisfrage. Der zulässige Möglichkeit der Sammlung für Pro und Contra, was noch dabei steht, ist jetzt nur als Erklärung gedacht oder soll es mit in die Satzung aufgenommen werden? Der rote Satz ohne den Spiegelstrich. Ja, der kommt mit rein, der ist nur quasi rot, weil es eine Änderung darstellt. Okay, also wäre eigentlich auch Teil der Liste sozusagen, der Auflistung. Ja. Alles klar, ja. Danke. Ich hätte da mal so eine rein technische Frage. Also das, was wir von dem BPT-Argument kennen, was ja eigentlich sehr gut ist, wird einfach kopiert oder wird da einfach eine hessische Unterfunktion oder wie soll ich mir das vorstellen? Es wird eine hessische Instanz geben. Die Hessen-IT hat mir auch gesagt, dass sie das leisten kann. Und das habe ich natürlich im Vorfeld abgeklärt. Kann ja niemand etwas aufzwingen, weil er dann sagt, bist du bescheuert? Das geht ja gar nicht. Weitere Fragen, Anmerkungen, EU? Meinst du, dass eine Seite im Wiki dann weiterhin notwendig ist oder sollte man das ganz ins Wiki-Arguments verschieben? Die Wiki-Seite ist insofern, denke ich, immer noch notwendig, um einfach die Anträge gebündelt zu haben. Das ist immer noch übersichtlich und wir haben halt eben den Link, aber die Argumentationssammlung, die ist dort absolut hinderlich. Das heißt, es wird die Wiki-Seite weitergeben. Vielleicht führt das auch dazu, dass wir, bevor dann wirklich das VMB gestartet wird, dass dann tatsächlich es auch zu einer Diskussion kommt und man auch mal wirklich sieht, wie ist die Diskussion eigentlich verlaufen. Weitere Fragen, Anmerkungen? Sieht nicht so aus, dann hast du die Zeit für dein Schlusswort. Ich deute das als ein, ich möchte nichts mehr sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich, wie immer, Satzungsänderungsantrag, also Zweidrittelmehrheit. Bitte die grüne Karte für Zustimmung, die rote für dagegen gleichzeitig hochheben. Das ist eindeutig die Zweidrittelmehrheit erreicht und damit ist der Antrag angenommen. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu dem SEA 02 und ich bitte, Moment, Jonas, der schon winkt und kommt, ganz schnell auf die Bühne. Also momentan haben wir Positionspapiere bei uns in der Satzung ja nur kurioserweise unter dem Abschnitt stehen, wie denn da die ganzen Mehrheiten zum Beispiel auszusehen haben. Da ist auch kurz definiert, okay, Positionspapiere sollen der defensiven Programmentwicklung dienen. Nun ist da aber nicht weiter ausgeführt, was denn defensive Programmentwicklung ist. Das heißt, Positionspapiere sind ein bisschen in ihrer ganzen Struktur recht schwammig. Was aber Positionspapiere eigentlich tun sollen, ist ja real. Es gibt irgendwie ein Ereignis oder eine Entwicklung oder eine Veranstaltung oder was auch immer, zu dem wir irgendwie Stellung beziehen wollen. Oder es gibt eine inhaltliche Position, die wir vertreten wollen. Die inhaltliche Position sollte aber eigentlich in ein Programm gehören. Das heißt, da ist eigentlich das Positionspapier überflüssig, denn wir haben ein Programm, wo der Inhalt reinkommt. Wenn es jetzt um aktuelle Sachen geht oder um die Unterstützung von irgendwelchen Initiativen, Demos etc. etc., das muss natürlich jetzt nicht alles unser Programm. Also wir sollten jetzt nicht unserem Programm auflisten, wir unterstützen blablabla. Können wir auch tun, aber müssen wir nicht. Was sich dafür aber natürlich wunderbar anbietet, ist, und das wurde in der Vergangenheit auch schon gemacht, das VMB und dann in Kombination mit entsprechend einem Vorstandsbeschluss. Das heißt, dafür ist ja eigentlich auch ein Vorstand da, dass er dann eben das auch anleiert oder jemand sagt da, ich habe da eine Veranstaltung, die finde ich unterstützenswert, lass uns da mal ein VMB zu machen, dann sieht man, wie das VMB ausgeht, hat eine Meinung dazu,
die man so nach außen vertreten kann. Und dann kann eben der Vorstand auch mit der Rückendeckung der Basis durch das VMB zum Beispiel einen Beschluss fassen, wir unterstützen Veranstaltung XY, gibt dann vielleicht noch Geld hinzu oder was auch immer, liefert andere Unterstützung. Ja, das war es eigentlich. Also es ist TLDR, Positionspapiere ist überflüssig, lass sie uns aus der Satzung streichen. Okay, obligatorisches Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, den Antrag zuzustimmen bzw. abzulehnen? Okay, das Meinungsbild sieht positiv aus und wir kommen zu Fragen, Anmerkungen. Ja, prinzipiell hättest du recht, wenn du es nicht mit der hessischen Basis zu tun hättest, denn wir haben diesen Satzungsparagrafen genau deswegen so gestaltet und deswegen steht er so in der Satzung drin, um uns zu schützen, weil wer sich an die Programmparteitage Gernsheim und Co. und erinnert, alles, was irgendwie als Programm abgelehnt worden ist, ist danach sofort als sonstiger Antrag, weil Positionspapiere nicht definiert worden sind, als Positionspapier deklariert worden, hat nur noch eine einfache Mehrheit gebraucht und ist wahllos bei uns rumgeflogen. Deswegen haben wir es im Zuge der Programmkonsolidierung und auch des Fristenkonzeptes mit aufgenommen und mit einer Zweidrittelmehrheit belegt, um diese Praxis zu unterbinden, was halt sehr gut funktioniert hat bisher. Ja, darauf würde ich entgegnen, wir sind ja glücklicherweise nicht mehr auch in den Zeiten, wo jetzt, glaube ich, sowas wie Gernsheim nochmal wahrscheinlich wäre. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Wenn Dinge eben nicht in unser Programm sollen, dann wird man das feststellen, wenn es dann als Programmantrag abgelehnt wird. Und mittlerweile sollten eigentlich alle so erwachsen sein, dass sie dann merken, okay, wenn das jetzt als Programmantrag abgelehnt wurde, dann stelle ich das nicht noch als sonstigen Antrag. Und ich glaube, von den Leuten, die hier sitzen, die Leute sind so erwachsen. Wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass das nochmal so passieren könnte, wie es in Gernsheim war. Okay, normalerweise eigentlich erst nach 10 Redebeiträgen eine Erwiderung, aber da gerade eben keiner da stand, was sich jetzt durch Volker ändert, ist es okay. Jan, eine Nachfrage. Wir haben ja in der Satzung auch diese Regelung zum VMB, dass wir dadurch Positionen beziehen, wenn wir halt mindestens 10% und 2/3 Zustimmung haben. Und diese Positionen, da steht nicht ausdrücklich Positionspapier, aber ich nehme das immer wahr, dass dann so eine Position, die über ein VMB bezogen wird, gleichwertig ist zu einem Positionspapier. Würde das irgendwie dadurch betroffen sein, durch die Streichung von Positionspapieren? Darf ich gleich? Ja, also das sehe ich nicht so, aus dem einfachen Grund, dass da eben nicht irgendwo steht, dass das einem Positionspapier gleichgesetzt ist, weil an der Stelle, wenn man, also klar, es ist relativ naheliegend, aber wenn man die Satzung, würde ich sagen, da an der Stelle streng auslegt, wären es halt zwei verschiedene Paar Schuhe zu sagen, wir beziehen über ein VMB Stellung oder wir verabschieden ein Positionspapier. Also wir haben ja mit dem Programm, mit Satzung und heute noch mit den Positionspapieren drei Tools, mit denen wir, sag ich mal, unsere Meinung kundtun können der Welt nach außen. Jetzt können wir natürlich eines dieser Tools abschaffen. Es ist nur die Frage, was hat es für einen positiven Effekt, welchen positiven Effekt erwartest du dadurch? Also wir hatten ja beim letzten LPT dann so ein bisschen das Problem, okay, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir das isländische Programm angenommen haben und andere Positionen haben, die aber vom zum Beispiel Detailgrad und von der ganzen Struktur und so weiter überhaupt gar nicht zu diesem isländischen passen. Das, was wir dann am Ende als Positionspapiere beschlossen haben, ist ja aber eigentlich real Programm, weil das ist eine inhaltliche Aussage, die wir da treffen. Jetzt muss man sich überlegen, wenn das eigentlich Programm ist, wo packt man es natürlich hin? Natürlich nicht ins Isländische, weil da passt es nicht rein. Aber deswegen haben zum Beispiel Fredo und ich uns überlegt, okay, das sind eigentlich Sachen, die originärerweise auch zum Beispiel in einem Wahlprogramm stehen würden. Also lasst die uns doch ins Wahlprogramm tun, denn da sind sie genau richtig aufgehoben. In einem Wahlprogramm bezieht man detailliert Stellung. In dem Grundsatzprogramm werden die Werte klar und wir denken, dass das die sinnvollere Unterteilung ist in verschiedene Kategorien.
Aber es würde ja nicht schaden, wenn wir die Positionspapiere behalten würden. Also wir haben ja immer noch Wahlprogramm, Grundsatzprogramm etc. Und der Effekt, den du dir jetzt davon hoffst, welchen Effekt soll das haben, dieses zusätzliche Tool, was wir aktuell nicht wirklich nutzen, abzuschaffen? Weil wenn wir es denn mal bräuchten, dann hätten wir es dann nicht mehr zur Verfügung. Ich glaube eben nicht, dass wir es brauchen, weil es wird halt nicht so verstanden, wie wir es vielleicht meinen. Also je nachdem, wie jetzt eben gerade zum Beispiel unser Programm aussieht, sehen dann auch unsere Positionspapiere anders aus. Das heißt, wenn wir jetzt nicht einmal fest definiert, was sind die Positionspapiere, wenn wir das tun würden und dann ganz klar ist, das sind die Funktionen von Positionspapieren, dann würde es auch mehr Sinn machen. Aber so ist es, glaube ich, einfach ja, ein schlechter Joker, den man immer spielen kann. Aber ich halte das nicht für sinnvoll, quasi diese Option zu haben, die man aber mal so und mal so verwenden kann und wo nicht klar ist, das und das ist die Aufgabe. Und das ändern wir jetzt auch nicht bei jedem LPT und mal sagen wir, ah, das Positionspapier ist für den und den Zweck und mal für den und den Zweck. So, noch weitere Wortwünsche? Haben wir denn aktuell schon die Unterscheidung bei Programmen in Wahl- und Grundsatzprogrammen? Ich glaube nämlich nicht, es sei denn, wir haben es in Rothenburg beschlossen, aber ich glaube nicht, dass wir da bisher eine Unterscheidung haben, weil das wäre letztlich die grundsätzliche Frage, die wir seit Jahren eigentlich vor uns herschieben: Wie strukturieren wir unsere inhaltliche Arbeit in Hessen? Also wir haben aktuell rein formal ja gar nicht in unserem Programm, in unserer Satzung definiert, dieses und jenes ist ein Programm. Das könnten wir tun, da gibt es auch einen Antrag von Moritz zu. Allerdings ist Programm ist ja nur irgendwann mal definiert irgendwo im Parteiengesetz, dass eine Partei auch ein Programm braucht. Und da sind wir dann ja wiederum relativ frei, wobei ich würde sagen, eine Wahl, da ist es relativ offensichtlich, okay, wir machen auch ein Wahlprogramm. Das ist ja auch etwas, was wir schon gängigerweise getan haben, zumindest auf Bundesebene oder auf Europaebene. Von daher, da ist es auch klar, wofür das da ist. Also in dem Moment ist ja auch die Funktion klar. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass halt die Funktion klar ist von dem, was wir da beschließen. Und ich glaube, von daher, rein formal, wie gesagt, ist es jetzt noch nicht getrennt, aber könnten wir halt noch machen, wenn wir das wollen. Oder wir machen das nicht nochmal formal irgendwo fest, sondern es wird aus den Bezeichnungen klar, wie wir es nennen. Ja, mein Punkt daran ist halt einfach, dass wir das, wenn gesamtheitlich vielleicht anpacken sollten, um das komplett zu strukturieren, weil die Basis, die hier ist, die dann auch Anträge schreiben will, muss ja dann auch genau wissen, für was sie einen Antrag schreibt oder für was auch nicht. Weil wir wissen ja aus Rothenburg zum Beispiel, gab ja diverse Programmanträge, die aber obsolet geworden sind, weil der isländische Antrag angenommen worden ist und das andere, was es dann vorher gab, danach nicht mehr weg war. Und deswegen würde ich davor warnen, jetzt ein Teil, wie jetzt die Positionspapiere, einfach rauszustreichen, A, um den Schutz, dass dann wieder abgelehnte Anträge als sonstige Anträge kommen, weil wir sie nicht definiert haben, und diese Strukturierung in Grundsatz- und Wahlprogramme zum Beispiel, dass wir das halt gesamtheitlich mit einem Satzungsänderungsantrag alles glatt ziehen, ist vielleicht die sinnvollere Variante, als jetzt anfangen, einzelne Dinge anzugreifen. Ja, wobei kein Antrag, der jetzt irgendwie schon im Wiki stand, als Positionspapier gestellt war, außer dass Fredo nochmal Verlängerungen von Positionspapieren gestellt hat, falls jetzt seine Anträge nicht als Wahlprogramm oder was auch immer reinkam. Also das heißt, das Konfliktpotenzial wäre jetzt wesentlich geringer als das, was wir gemacht haben in Rothenburg. Okay, noch weitere Fragen, Anmerkungen? Hast du noch das Bedürfnis, noch ein letztes Wort zu haben? Nee, ich habe eigentlich alles gesagt dazu. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wie immer, grüne Karte für Zustimmung, rote Karte dagegen, und wir brauchen wieder die Zweidrittelmehrheit. Ein bisschen mehr, okay, das ist ganz klar keine Zweidrittelmehrheit, damit ist der Antrag jetzt abgelehnt. So, weiter geht's. Eins noch, bevor wir zum nächsten Antrag kommen, damit die Diskussion nicht ganz so durcheinander gerät wie gerade eben, war auch mein Fehler mit oder hauptsächlich, bitte erst Fragen und danach Meinungen äußern. Also macht ganz deutlich erkenntlich, ob ihr eine Frage zum Antrag habt oder
ob ihr einen Redebeitrag zum Antrag habt. Christoph? Okay, noch nicht gestellter Geo-Antrag hiermit zurückgenommen. Wir kommen jetzt zu den Satzungsänderungsantrag 07, Programmparagrafen abschaffen und alternativ der dazugehörige Alternativantrag. Dafür rufe ich auf die Bühne. Moment. Moritz. Was? Ich bin verwirrt. Das Tool trollt mich. Jonas? Okay, gut, das kam bis hier noch nicht an. Der eine Antrag ist zurückgezogen, also haben wir nur noch den Alternativantrag. Dann wiederhole ich meinen Aufruf von gerade eben und bitte den Moritz auf die Bühne. Da ich nicht weiß, wer Moritz ist, wäre eine Rückmeldung, ob Moritz hier ist, an mich sehr positiv. Kennt einer von euch Moritz und weiß, ob er überhaupt auf dem Parteitag gerade anwesend ist? Okay, was ich gerade noch vergessen habe, mir übernimmt einer den Antrag von Jonas. Ich muss fragen. Das heißt, du vertrittst jetzt beide Anträge und dein zurückgezogenes fällt weg. Okay, dann komm mal nach oben und mach das, was du denkst, was du machen willst. Und sagst mir, was ich auf dem Monitor hauen, auf dem Beamer hauen soll. Sorry für die Verwirrung. So. Also das hier ist quasi die, wenn man so will, auch ein bisschen Alternative zu dem Antrag davor. Ich stelle mal zuerst Moritz' Antrag vor, denn der ist quasi ursprünglich das, was ich auch mal angedacht habe, aber nur von den Grundsätzen her, aber er hat nochmal das ein bisschen erweitert. Also genau der Paragraph soll das leisten, dass eben in unserer Satzung auch einmal auf das Programm eingegangen wird, was halt jetzt überhaupt noch nicht der Fall ist, außer was Fristen für Anträge und so weiter anbetrifft. Das heißt, dass auch in der Satzung klar definiert ist, welche Teile des Programms sind für was zuständig. Und da wird einmal unterschieden zwischen einem Selbstverständnis. Also das würde jetzt dementsprechend, was wir mit dem isländischen Programm gemacht haben, einem Themenprogramm, was sich auf konkrete hessische Inhalte bezieht und dann auch entsprechend detaillierter ist, und einem Forderungskatalog, wobei ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, warum Moritz das noch weiter aufgesplittet hat, und halt dem Erhalt der Positionspapieren, deren Aufgabe hier jetzt etwas näher definiert ist in einer Aufzählung, und halt dem Kommunalprogramm, was wir ja auch schon beschlossen haben, was hier aber sozusagen nochmal auch formal aufgenommen werden würde. Dann der zweite Absatz ist halt wichtig für das Verhältnis von unserem hessischen Kommunalprogramm und dem, was jetzt zum Beispiel einzelne Kreisverbände beschlossen haben. Dann wird hier nochmal aufgenommen, die Forderungen aus dem Forderungskatalog verlieren ihre Gültigkeit zur übernächsten Landtagswahl. Das heißt, dass da auch eine Grenze gesetzt wird bezüglich der Aktualität. Und dann wird definiert, wie das Landtagswahlprogramm aussieht aus diesem Forderungskatalog und dem Themenprogramm. Und dann besteht die Möglichkeit, Positionspapiere mit einem Verfallsdatum zu versehen. Unterschied dazu, das, was ich jetzt angedacht hatte, war einfach nur die grundsätzliche Idee, dass man das Programm überhaupt in der Satzung erwähnt, ob man das jetzt machen muss oder nicht. Ich denke, das ist nicht zwingend, aber es schadet auch nicht. Kommt zum Ende. Ja,
Ich denke, das ist so knapp, das könnt ihr selber kurz überblicken. Also da wird einfach nur gesagt, aus was das Programm besteht. Okay, nein. Sitz, Christoph, sitz. Frage. Nein, Meinungsbild. Wer von euch kann sich jetzt vorstellen, den, jetzt brauche ich die Zahlen wieder, Satzungsänderungsantrag 01, also der ursprünglich von Jonas selber war, zuzustimmen? Meinungsbild? Grüne Karte ja, rote Karte nein. Bei so gut wie keiner Beteiligung durchwachsenes Ergebnis. Dann wer kann sich vorstellen, den Satzungsänderungsantrag 07 zuzustimmen oder gegebenenfalls abzulehnen? Meinungsbild, rote Karte nein, grüne Karte ja. Genauso geringe Beteiligung, aber ein bisschen positiver. Und jetzt bitte diejenigen, die eine Frage zum Antrag oder zu einem der beiden Anträge haben, erst ans Mikrofon. Du darfst, Christoph. Der letzte Satz widerspricht unserer aktuellen Satzung, da der Satzungsänderungsantrag von eben nicht angenommen wurde. Weil wir haben eben gesehen, dass in der Satzung steht, dass Positionspapiere bis zum nächsten Landesparteitag gültig sind. Und der Absatz, der Satz 5 widerspricht dem. Also müsste das nochmal verändert werden, bevor man den so annehmen kann. Sonst haben wir nämlich wieder so einen Hässel in der Satzung. Ja, wo war die Frage? Ob der andere das weiß und das verändern möchte, bevor er den irgendwie... Also ich weiß das, da ich jetzt ja zu dem Antrag nur der Proxy, also für den Alternativantrag der Proxy bin, weiß ich nicht, ob Moritz das weiß. Aber ja, es ist relativ offensichtlich, dass das so nicht kompatibel ist. Ja. Also ich glaube, an der Stelle können wir einfach, glaube ich, sagen, ich ziehe es zurück. Wir sollten das Thema im Hinterkopf behalten und... Okay. Beide Anträge jetzt? Ja. Okay, also bei dem Meinungsbild. Aber mal so als Denkanstoß. Dann kommen wir jetzt zum Satzungsänderungsantrag 04. Ach ja, stimmt. Ich muss wieder fragen, möchte irgendjemand einen der beiden jetzt zurückgezogenen Anträge übernehmen? Sieht nicht so aus. Dann kommen wir jetzt zum Satzungsänderungsantrag 04 und ich bitte Erik Manneschmidt auf die Bühne. Der ist nicht da. Hat er jemanden, der als Proxy den Antrag für ihn vertreten würde? Okay, Jürgen hat gerade gesagt, er übernimmt ihn. So, ich bin relativ schlecht vorbereitet. Warte aber kurz, Jürgen, mal. Ich habe die Zeit noch nicht gestartet, aber ich möchte euch alle mal kurz bitten, ein bisschen ruhiger zu sein, damit auch die Leute unter euch, die es interessiert, zuhören können. Und die lieber reden wollen, draußen ist schönes Wetter. Gut, also wir haben... wir haben quasi zwei Alternativen begrenzt, die Annahme von Spenden. Insofern, als wir ausschließlich im ersten Punkt ausschließlich natürliche Personen entgegennehmen, und zwar maximal 10.000 Euro. In der zweiten Version nehmen wir... Alternativ... Variante 5. Aber ich sehe gerade den Unterschied nicht, ganz ehrlich. Es muss einer da sein, weil der ist länger, aber ich sehe ihn nicht.
Ah, okay. Nein, ich hab's. Also im ersten Fall gilt das nur für den Landesverband, im zweiten Fall gilt es auch für die Gliederung, für die kleineren Gliederung. Ja, alles klar, okay. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, weil ich nicht gedacht habe, dass ich den übernehmen muss. Genau, im einen Fall ist es kumuliert und im anderen pro Spender und Kalenderjahr nicht mehr als 10.000. Das eine würde, wenn ich das richtig sehe, bedeuten, dass wir maximal 10.000 Euro Spenden einnehmen wollen. Also, als Vertreter des Antrags ziehe ich den ersten Teil zurück und will nur über alternative Variante abstimmen lassen. Anders möchte jemand, achso, GO-Antrag? Ja, also ich weiß nicht, ob das als Verfahrensfrage geht, aber was Jürgen da gesagt hat, das scheint mir nicht ganz das zu sein, was da steht. Denn das kumuliert läuft meines Wissens darauf hinaus, dass die Obergrenze von 10.000 Euro pro Spender für den Hessischen Landesverband und alle Untergliederungen zusammen gelten soll. Was für ein GO-Antrag soll das jetzt sein? Ja, komm, ich übernehme den anderen. Meine Frage, die ich jetzt stelle, war, er hat ja den ersten Alternative zurückgezogen. Das heißt, wenn du der Meinung bist, das wäre das, was du jetzt machen könntest. Ja. Wobei ich das als Frage doch durchgehen lassen würde, weil ich selber ja auch ein bisschen hilflos gegenüberstehe. Insofern bin ich dafür die Hilfe ganz dankbar. Ja, so kann man das lesen und wahrscheinlich ist es auch das einzig Vernünftige, so zu lesen. Würdest du die beiden Anträge einfach, du scheinst sie besser gelesen zu haben als ich? Kann ich machen, danke. Auch wenn ich nicht versprechen kann, dass ich sie besser verstanden habe. Okay, wir machen das jetzt ganz einfach aufgrund des Chaoses so, dass du nochmal die Möglichkeit bekommst, kurz was dazu zu sagen, damit das Plenum nicht völlig verwirrt ist. Also leg los. Ich versuche die Verwirrung kleiner und nicht größer zu machen. Also es gibt zwei Varianten. Beide Varianten sagen, wir nehmen Spenden nur von natürlichen Personen. Das schließt Spenden von allem aus, was keine natürliche Person ist, also Vereine, irgendwelche Körperschaften und so weiter. Der Unterschied ist, dass wir in dem einen sagen, der Landesverband nimmt nicht mehr als 10.000 Euro pro Spender und Jahr. Und in der zweiten Variante sagen wir, der Landesverband einschließlich aller Untergliederungen, also Ortsverbände, Kreisverbände und so weiter, nimmt über alle zusammen, ist die Spendenhöhe pro Spender auf 10.000 Euro gedeckelt. Und also in der Begründung wird das auch ausgeführt, dass in dem einen Fall, in dem wir das nicht kumuliert deckeln, wir das die Schwierigkeit haben, dass trotzdem enorme Summen rauskommen könnten, wenn jemand dem Landesverband und allen Kreisverbänden jeweils 10.000 Euro spendet. Und der zweite Fall hat die Schwierigkeit, dass man das abgleichen muss mit den Spenden zwischen den verschiedenen Verbänden, um überhaupt wirksam prüfen zu können, ob das in der Summe geht. Das heißt, vor der Annahme jeder Spende müsste jede Gruppierung prüfen, wie hoch die Spendensumme in allen anderen Gruppierungen durch diesen Spender ist, um zu gucken, ob sie drüber ist. Das sind die beiden Haken der beiden Varianten. Deswegen stehen sie, wie ich das verstehe, hier alternativ. Okay, das obligatorische Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, die Alternative 1, das ist die kumulierte Variante, der zuzustimmen bzw. abzulehnen? Okay, das sieht eher, ja, Meinungsbild, beides gleichzeitig. Okay, sieht leicht negativ aus. Und wer könnte sich vorstellen, die alternative Variante zu bzw. abzulehnen? Sieht ein minimals positiver aus. Dann möchte ich ein Meinungsbild beantragen. Wer hält das denn trotzdem für sinnvoll, über das Thema hier und jetzt zu reden? Wer hält es für sinnvoll? Ja, für grün, rot für nein. Dann möchte ich das zurückziehen. Okay, der Antrag ist hiermit wieder zurückgezogen und ich frage zum x-ten Mal, möchte irgendjemand diesen Antrag übernehmen? Der Herr Zerber hat sich gemeldet und kommt. Okay, dann gilt er jetzt als zurückgenommen.
Was haben wir denn jetzt? Jetzt kommen wir zu Programmanträgen. Und ich übergebe mal kurz an Jürgen. Ja, bitte, Geoantrag. Geoantrag und zwar auf Vorziehen des Punktes jetzt schon Wahlprogramm mit Inhalt füllen. Es wäre schön, wenn ihr es als VR übernehmen könnt. Das hat nämlich den sehr einfachen Grund, dass einige Programmänderungsanträge sich genau darauf beziehen, falls dieser Antrag angenommen werden würde. Davon kommen aber manche vor dem Antrag. Das heißt, es macht logisch keinen Sinn. Nein, es gibt jetzt nur noch, um die Frage zuerst zu beantworten, es gibt nur noch Programmänderungsanträge, Positionspapieranträge, sonstige Anträge und eventuell Dringlichkeitsanträge. Das ist alles, was wir behandeln, außer Sonstiges. Und zu deiner Sache, bevor wir das behandeln, würde ich ganz gerne die Versammlung vorher fragen, ob wir die gesamten Positionspapiere nicht morgen behandeln. Grund ist zum einen die PG-Wahlen, es wurde ja im Vorfeld darum gebeten, ob wir eventuell nicht 17 Uhr Schluss machen können, damit die PG-Wahlen sich noch treffen kann, damit wir hier den Wahlkampf auch vorbereiten können. Der Zeitpunkt wäre quasi erreicht und dann könnten wir die Programmänderungsanträge in einem machen. Ich gehe davon aus, dass wir alles schaffen. Wir haben 17 Programmänderungsanträge, wir haben ein Positionspapier und wir haben acht sonstige Anträge. Also das ist schaffbar. Gut, dann würde ich das zurückziehen und vielleicht morgen mal stellen. Gut, ich frage erstmal die Versammlung. Wer möchte jetzt vertagen? Unterbrechen. Beziehungsweise wer möchte das nicht? Gut. Dann unterbreche ich die Versammlung für morgen 10 Uhr. Bis morgen 10 Uhr. Alles klar. Gut, herzlichen Dank. Es war konstruktive Mitarbeit und ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Achtet auf euer Bändchen, das braucht ihr morgen noch und nehmt eure Unterlagen mit. Vergesst sie morgen nicht, denn ihr braucht sie wieder, ansonsten müsst ihr euch neu akkreditieren. Bis morgen. Ja, dann nochmal der Hinweis, die PG-Wahlen trifft sich dann jetzt vielleicht in 10 Minuten ungefähr in dem Raum ganz hinten, wo wir gewählt haben. Und nochmal der Hinweis, am heutigen Tage treffen sich auch die Piraten in Rheinland-Pfalz und zwar nur 60 Kilometer weg von hier. Und vielleicht hat der ein oder andere noch Lust, da heute Abend hinzufahren und noch ein Würstchen mitzugrillen oder mit denen ein bisschen zu schwätzen. Da würden wir nachher Fahrgemeinschaften bilden, um da hinzufahren. Und ich bräuchte jetzt gleich nur noch ein paar Leute, die Plakate als Hintergrundbild halten können für ein Foto mit dem neu gewählten Vorstand, den dann hoffentlich irgendjemand fotografieren wird. Haben wir ja letztes Mal schon gemacht, also viele Leute, die einfach nur im Hintergrund stehen, Plakat hochhalten, Vorstand davor, tschakka.